Hallo und willkommen zurück. Wir hatten uns doch vorher überlegt, was wir mit dem Priester anstellen können, damit er uns weiterhilft. Ja. Und das mit dem Foto war irgendwie fail. Aber wir haben nicht aufgegeben. Wir haben alle möglichen länglichen Objekte auf den Priester genutzt. Und die Salami war wohl zu grob. Deshalb achtet mal, was passiert, wenn wir den Kugelschreiber benutzen. Ich habe diesen Stift neulich gefunden. Sagt dir das Emblem was? Der Stift stammt aus dem Massagesalon zur Schwarzen Katze in der Altstadt. Es ist ein Club für den Klerus des Vatikans. Ein Club für Kleriker? Ja, genau. Selbst Priester müssen ja mal entspannen, oder? Oh, ich verstehe. Diese Art von Entspannungsclub. Bist du auch Mitglied? Jeder, der hier was auf sich hält, ist Mitglied der Schwarzen Katze. Aber warum sollte dann Anna Maria einen ihrer Stifte haben? Woher soll ich das wissen? Wir haben den Stift wieder und neue Informationen. Naja, jedenfalls hatte das ja auch das Bild mit der Katze. Da ist ein Bild von einer Katze drauf. Kann sein. Und er hat auch den Kugelschreiber. Ach, das war gar kein Bild, das war der Stift und deswegen hast du ihn gehört. Ja. Nochmal reden? Hallo mal wieder. Hi Mark. Ja, doch. Du gehst also gerne mal in die Schwarze Katze. Nach einer anstrengenden Chorstunde gibt es nichts Besseres, als sich bequem hinzulegen, eingeölt und massiert zu werden. Glaube ich. Wer geht sonst noch dahin? Also ehrlich, ich petze doch nicht. Genau. Und wie finde ich dahin? Der Club ist in der Altstadt. Die Chiasso delle Singare runter. Nicht zu verfehlen. Okay, nochmal quasseln? Ja. Kommen in die Schwarze Katze nur Geistliche rein? Nein, nein. Aber bei den ganzen Besuchern in der Stadt sind sie im Moment sehr streng bei der Aufnahme neuer Mitglieder. Man will keine Menschenmenge, wenn man mit Öl rummacht, was? Genau. Und wo sollte der Klerus auch hin? Als sich Danke, davon den schönen Jederzeit. Chorknaben verwöhnen zu lassen, nicht wahr? Sollen wir ihm das Foto jetzt andrehen? Ja. Wir brauchen ein Handtuch. Dir gefällt also mein Autogramm von Lucy Chu, was? Oh, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Och, George. Willst du wirklich nichts von meinen Souvenirs? Nein, Mark, wirklich nicht. Wie kommen wir denn jetzt da drauf? Okay. Indem wir einfach den Ort wechseln. Das ist immer noch in Rom. Also. Du meinst, dann müssen wir nochmal zum Markt zurück? Ja, vielleicht müssen wir später zurück und benötigen ein Handtuch, damit unsere Leistengegend vor dem Zugriff der Priester sicher ist. Jo. Meine Güte, hat das genervt. Wo soll ich jetzt hin? Oh, wir können wirklich dahin. Die Schwarze Katze, also hin. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur Schwarzen Katze. Chiasso delle Singare. Da sind wir doch richtig. Ich glaube, die Sprechanlagen wollen wir nicht mehr. Nein, die sind alle diese Fake-Tussen. Zutritt nur für Mitglieder. Nur für Mitglieder, kapisch? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Mitgliedschaft ist abgelaufen, klar? Oh, wie schade. Ich habe gehört, die Massagen hier wären was ganz Besonderes. Da hat man dir was Falsches erzählt. Das ist ein ruhiges, heißes Dampfbad für ruhige, fromme Leute. Ich weiß wie. Den Stift? Nein, besser. Wir haben doch die Visitenkarte von unserem Pater Gregor. Das ist kein Mitgliedsausweis. Gregors Karte öffnet zwar ein paar Türen, aber wohl nicht diese hier. Na gut. Ein Mitgliedsausweis, ja. Wir können den Stift vorzeigen. Keine Chance. Mache ich nicht. Okay. Der Club zur Schwarzen Katze. Aber könnte Anna Maria wirklich irgendwas mit so einem Schuppen zu tun haben? Aber wie kommen wir jetzt da rein, Mick? Mitgliedsausweise?
Aber spielen Mitgliedsausweise überhaupt eine Rolle, wenn es einen Hintereingang gibt? Vielleicht ist hier ein Gebietsübergang. Ich glaube, da geht's wieder raus, oder? Ich weiß nicht. Geht's da wieder raus? Nein. Nein, da ist sogar eine Tür. Das sieht eindeutig nach Hintereingang aus, aber ich... Brandschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Ah. Wir haben nicht zufällig einen Magneten? Oder was zum Brennen? Wir haben nur den PDA, aber es bringt ja nichts. Nein. Okay, wir sind schon mal ein Stück weiter, das ist ganz gut, aber... Genau. Erstmal jetzt wieder rausfinden, was wir machen müssen. Entweder ist Mark unsere Lösung, oder... Weil wir haben das Vielleicht Foto ja noch nicht. Das. Wir könnten seinen Mitgliedsausweis ausborgen. Zutritt nur für Mitglieder. Du meinst, wir müssen nochmal zurück und den nach dem... Aber ich glaube, das hat er uns gar nicht angeboten. Und? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Autsch, aua, Notfall. Mein steifer Nacken macht mich wahnsinnig. Lass mich schnell rein. Kein Mitgliedsausweis, kein Einlass. Aber mein steifes Genick. Kann ich mal eben brechen, wenn du... Ich meine, tut mir leid, da frage lieber deinen Arzt oder Apotheker. Doch was? Ja. Was ist denn mit dem Türsteher los? Haben wir den Kugelschreiber nicht bei den Martinos gefunden? Nein, den haben wir im Hotel, oder nicht? Das funktioniert so nicht. Der ist doch aus dem Hotel. Okay. Jedenfalls denke ich das. Weiß ich nicht mehr genau. Nochmal zu Mark? Ja, fragen wir nach seinem Mitgliedsausweis. Sollte der mit Bild sein, können wir Bildchirurgie machen. Dass der auch immer direkt in die scheiß Wohnung geht, da wollen wir gar nicht rein. Teleport in die Wohnung. Hallo mal wieder. Hi Mark. Aber George hat auch nicht gesagt, dass er diesen Dingens braucht, den Ausweis. Aber, Mark, ich muss in die schwarze Katze. Verstehe. Wir müssen wohl etwas Stress abbauen, wie? Es ist eher eine Untersuchung des internen Ermittlungsdienstes. Klar, sicher doch. Ja. Ich brauche deine Karte, um da reinzukommen. Aber das geht nicht. Ich habe geschworen, die Karte nie zu verleihen. Wer den Schwur bricht, bekommt lebenslanges Hausverbot. Aber wir reden hier von der Sicherheit der gesamten Kirche. Du hast gut reden. Du bist ja noch nie in der schwarzen Katze massiert worden. Nochmal? Jo. Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Ich weiß wie. Wir geben dem jetzt das Foto. Danke, ne? Mark. Jederzeit. Oder? Ja. Foto. Und wir sind wieder weiter. Dir gefällt also mein Autogramm von oder? Lucy Bitte Chu, lass was? Lass uns weiter sein. Oh, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. George. Gut, wie wäre es... Und ich fasse es nicht, dass ich dir sowas anbiete. Doch. Wenn ich dir meine Mitgliedskarte für die schwarze Katze gebe. Oh ja. Ich weiß nicht, Mark. Du könntest dadurch doch Ärger bekommen. Ärger? Ha! Ärger ist mein Spitzname. Na gut, das aber glaub nur, ich wenn nicht. Du ein so großer Fan von Lucy Chu bist. Oh, George, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich machst. Ich kann's mir vorstellen. Hier, bitte, George, und nochmals danke. So, ich glaube, das war endlich mal der Schluss zwischen Mark und George. Und jetzt deren versauten Dialoge. Die Dialoge waren wirklich... Wir haben mehrdeutig. Ihn zu einem sehr glücklichen Mann gemacht. Und wir sind jetzt auch glücklich und gehen zur Massage. Das haben wir uns wohl Wo verdient. Wo soll ich jetzt hin? Ja. Und ich schauen, glaube, ich was gehe da in so den Massagesalon zur schwarzen Katze. Klang das gerade wie ein Echo? Weiß ich nicht. Bisschen. Egal. Wir haben, was wir wollen. Wir haben den Ausweis und rein geht's jetzt. Moment. Zutritt nur für Mitglieder. Ja, ist ja gut. Wenn man dem zu nahe kommt, dann... Ja.
In Ordnung, du kannst rein. Oh mein Gott, Mick. Das erinnert mich ein wenig an Matrix. Was ist das? Das ist ein... Nichts, was man benutzen kann. Werbeschild? Trinkspender? Nein, keine Ahnung. Blitzableiter? Oh mein Gott. Willkommen in der schwarzen Katze, Senior. Das ist wirklich ziemlich düster hier. Ja. Erstmal alles gucken, ob man was mitnehmen kann oder benutzen. Na, Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Okay. Je, in was sind wir denn da gekommen? In einen Massageclub. Na, hoffentlich. Hoffentlich. Hey, hier duscht jemand. Plastikblumen. Also vielleicht dann sollte schon. Ich es damit auch mal im Kautionsbüro versuchen. Der Laden könnte etwas Pep vertragen. Huch. Ich glaube, es ist diese Umkleide rechts. Warum hat das kurz gehakt? Ach, die. Ja. Ja, aber ich dachte, wir gucken uns noch ein bisschen um. Ach so, schau dir mal das Bild an. Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Das ist ein Werk von Kulai Lai. Erstaunlich. Kulai Lai also. Na denn, ziehen wir uns wohl um. Ein leeres Spind. Hä? Ein leeres Spind. Brauchen wir vielleicht noch einen Schlüssel? Eines von mehreren Spinden, Nummer 17. Genau. Dann können wir mit dem Tresentypen reden. Ah, da hinten. Hä? Sollen wir mal? Was? Da? Steht da nicht jemand drin? Ja. Holen Sie sich ein eigenes, Senior! Ja. Handtuch? Leider haben wir unsere Chance auf ein Handtuch gerade verbaut. Wieso? Na, Sie haben es aber eilig. Wieso? Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Nun, der Priester bot uns ein Handtuch an. Echt? Ja. Ah, wir müssen ihn irgendwie ablenken. Wie denn? Wir schmeißen irgendwas in die Dusche? Oh, warte, ich habe eine Idee. Ja? Gegenstände. Wir haben doch sicher noch, Warte. Nein, Hostien zur Ablenkung sind irgendwie fehl. Nochmal das schimmelige Brot. Warum sollte ich das wohl versuchen? Salami? Das klappt doch nicht. Da scheint aber auch niemand drin zu sein, oder? Doch, da angeblich. Okay. Der redet doch auch mit uns. Ja, aber die Kabine ist leer, oder? Ich meine vom 3D-Modell. Möchtest du auch da was Warum sehen? Warum sollte ich das wohl versuchen? Also ich möchte nicht unbedingt sehen müssen. Was? Nette Blümchen. Dass da einer drin steht. Es geht doch nichts über unvergängliche Plastikschönheit. Müssen wir was mit Plastikblumen machen? Hm. Denke mal nicht, oder? Nicht wirklich. Können wir nicht mit dem Kerl... Warte, hier ist dieser Spind, ne? Ja. Ein leeres Spind. Nummer 17, ne? Genau. Kleines Spind. Ja, den müssen wir vielleicht benutzen, oder? Ist hier irgendwo eine Schlüsselleiste? Können wir mit dem Typen reden? Nein? Nö. Hm. Ich glaube, wir müssen dem das Handtuch irgendwie klauen. Mick. Was ist das für ein Bild? Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Das gleiche. Nein. Da kommen wir erstmal nicht... Ah, mit dem können wir reden. Na, hoffentlich. Na, Sie haben es aber eilig.
Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Signore. Wir wollten eigentlich nur... Egal. Können wir den Priester nach seinem Schlüssel fragen? An oben? Seinem Handtuch. Eine Mitgliedskarte, die mir die zweifelhaften Freuden des Massagesalons zur schwarzen Katze eröffnet. Oh, in der Dusche ist ein Handtuch, erinnerst du dich? Bei Anna Maria in der Wohnung. Das konnte man aber nicht benutzen. Und nicht benutzen heißt nicht nehmen. Aber Handtücher sind doch so universell. Nick, das ja? können wir nehmen, also werden wir es brauchen. Und irgendwas müssen wir machen. Na schön. Das Wasser abdrehen? Keine Ahnung. Da kommen wir doch nicht dran, der sitzt doch da drin. Das ist nicht der richtige Weg. Anmalen jedenfalls. Den Golfschläger. Das klappt doch nicht. Nein. Können wir noch was anderes verwenden? Holen Sie sich ein eigenes, Senior! An der Seifenschale hängt ein Handtuch. Das dürfte dem Typ unter der Dusche gehören. Schon richtig, aber... Man kann auch nicht feststellen, ob der abgelenkt ist wie beim... Elvis-Typen. Da müsste man auch erstmal rausfinden, wie man den ablenkt. Ja. Irgendwas mit dem leeren Spind machen? Lärm? Keine Ahnung. Ein leeres Spind. Vielleicht was reinstopfen, was nicht gut ist, das Schimmelbrot oder so. Mal wieder das ultimative Schimmelbrot für alles. Keine Ahnung. Das wäre keine so gute Idee. Aber Sachen auf den... Hm? Ja, vielleicht den Schlüssel? Welchen Schlüssel? Den das da. Ist fürs Wohnblock-Ding. Ja. Warum sollte ich das wohl versuchen? Nun, was haben wir noch? Salami? Das mache ich nicht. Nein. Das würde eklig stinken. Die Büroklammer? Das funktioniert so nicht. Der Golfschläger? Nein, ich wollte das kombinieren. Also den Golfschläger. Das wäre keine so gute Idee. Kleines Spind. Plastikblumen? Und Spind. Plastikblumen? Hier sind keine Tauben, also können wir das mit dem schimmeligen Brot nicht machen. Haha, Mick. Wo sollen denn hier auch Tauben rein? Du bist vielleicht doof. Das funktioniert so nicht. Hier gibt's auch keine Feuermelder, oder? Ja. Yeah. Nein. Ehrlich zu sein, wir haben doch da die Pantoffeln. In Anna Marias Wohnung. Bevor wir hier rumgammeln. Hallo, die hat doch schon alle Duschausrüstung, die man braucht. Ja, das war doch das Einzige, was du benutzen kannst, die Pantoffeln. Das Handtuch konntest du nicht auswählen, Mick. Aber warum konnte man bei Anna Maria die Dusche anmachen? Keine Ahnung. Konnte man ja dann auch nicht benutzen. Die Löschdecke? Und dann? Austauschen, oder was? Ja. Das klappt doch nicht. Aber wir können das ja nicht nehmen. Ja. An der Seifenschale hängt ein Handtuch.
Deshalb sehen wir uns in der Wohnung um. Welche Wohnung? Anna Maria. Du bist so blöd, das glaube ich nicht. Warum sollten wir denn noch machen? Nicht blöd, aber irgendwie müssen wir ja da weiterkommen. Und wenn da bereits ein fertiges Handtuch ist, warum müssen wir dann eins klauen? Nick, du verstehst es nicht. Das Handtuch können wir nicht nehmen. Wir können es auch nicht benutzen. Verstehst du es immer noch nicht? Wenn man das immer noch nicht benutzen kann, man kann es nicht anfassen, man hat kein Zahnrad und nichts. Aber die Pantoffeln. Ja, die Pantoffeln. Was bringen denn die Pantoffeln? Der hat uns ja noch nicht mal gesagt, ja, das könnte ich vielleicht gebrauchen oder sowas. Da siehst du, das Handtuch kann man nicht nehmen. Okay. Aber... Was? Die Pantoffeln können wir trotzdem schon mal mitnehmen. Was soll denn mit lila Pantoffeln? Ich mag sie, aber so sehr nun auch nicht. Na toll. Können... Was denn? Einfach nur, uff, meine Güte. Ja, weil Mark hat sein Foto, damit ist das erledigt. Genau, damit können wir auch da nicht mehr sein Handtuch kriegen. Wir können noch mal fragen gehen. Jo. Das wird aber nichts bringen, das weiß ich jetzt schon. Hallo mal wieder. Hi Mark. Hallo mal wieder. Hi Mark. Nein, okay. Danke, Mark. Jederzeit. Damit müssen wir uns irgendwie überlegen, wie wir dem das Handtuch stibitzen können. Wie gesagt, wir haben eine Plastikblume, also zwei Plastikblumen und ein Safe. Der Safe, ein Spind. Okay. Plastikblumen und Spinde. Wo soll ich jetzt hin? Vielleicht nicht die beste Kombination. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. Hast du das Echo gehört im K? Ja. Das lag wohl an der Tontechnik. Nein, kann ja sein, dass wir die Pantoffeln gleich wieder brauchen, ne? Nur... Oder sollen wir den Türsteher wegen dem Handtuch fragen? Ob man da ein Handtuch wirklich braucht? Ich glaube, der ist nur Türsteher. Oh, warte. Was sagt er? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Das Gleiche. Also nichts Neues, wir können noch mal rein und dann versuchen wir... Und jetzt ist ja alle ruhig, durch. ...irgendwie abzulenken. Dass wir mit dem auch nicht reden können. Dass man nicht sein eigenes... Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ja. Aber dass man da nicht sein eigenes Handtuch nehmen kann. Ich glaube, man kann aber auch nichts hier rüberschmeißen, ne? Idee? Rosenkranz? Auf das Handtuch? Das klappt doch nicht. Ansonsten wäre es hilfreicher, wenn der Typ da drin anfangen würde zu singen, dann wüssten wir, dass er abgelenkt ist. Das klappt doch nicht. Das klappt doch nicht. Können wir seine Wassertemperatur ändern? Nein, die... Oh, tatsächlich können wir. Wie denn? Da. Oh mein Gott. Nette Blümchen. Nein, nicht das Blümchen. Nette Blümchen. Ach, George. Da ist der Wasserhahn. Na gut, dann folgen wir der Rohrleitung. Das ist nicht der richtige Weg. Die da durchgeht?
erstmal noch weiter bis da zu dieser Dusche. Und dann da rein. Okay. Damit könnten wir das Wasser abstellen. Wenn das Blümchen nicht im Weg wäre? Ja. Und George immer mit seinem Blümchen. Ja, aber da... man weiß auch nicht. Hier ist die scheiß Blume. Ja. Und ich glaube, wir verheddern uns auch gerade, weil das kein wirkliches Rad zum Benutzen ist. Das finden wir vielleicht noch raus. Okay. Das wäre keine so gute Idee. Warum sollte ich das wohl versuchen? Keine Ahnung. Kaputt machen? Soll ich die Pflanze zurückschneiden? Dürfte nicht nötig sein. Ist schließlich aus Plastik. Oh. Ich dachte gerade, wir hätten was rausgefunden. Warum sollte ich das wohl versuchen? Ernsthaft nicht? Schneiden wir sie zurück? Das funktioniert so nicht. Das wäre keine so gute Idee. Na schön. Dabei dachte ich jetzt, wir wären weitergekommen. Das funktioniert so nicht. Okay, bevor wir alles hier weiter ausprobieren, ja, machen wir vielleicht eine kleine Pause und jo, wir sehen uns dann wieder, wenn wir mal ein bisschen weitergekommen sind. Also basteln wir. Okay, in den Bastelmodus. Tschüss.